MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV. Und was wir hier sehen, wird gleich Watch Dogs sein. Ein Spiel, worauf ich gewartet habe, muss ich wirklich zugeben. Und immer noch sehr, 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 sehr gespannt drauf bin, wie es sein wird. Es wird das ganze Let's Play, das heißt, wir werden die Kampagne komplett durchspielen, vielleicht danach im Multiplayer ein bisschen zocken, aber sonst wird es erstmal die Kampagne. Ich hoffe, dass es gut ist und ich hoffe, dass mein Rechner das überhaupt noch packt, weil laut Internet wird ja viel darüber diskutiert, dass Watch Dogs eine sehr hohe Leistung benötigt. Aber ich warte mal ab, ob die Frameraten reichen oder nicht. Bin mir da noch nicht sicher, aber guter Dinge. So, jetzt dauert das hier ein bisschen, bis die Ubisoft-Server bei dem Ansturm verbinden. Das dauert und dauert und dauert. Tja, die erste Folge gibt's direkt Punkt 0 Uhr. Ist das nicht was? So, neues Spiel starten und los geht's. Gespielt wird auf den Qualitätsgrad, glaube ich, hoch. Ultra ist nicht drin, weil ich nur 2 GB Videospeicher habe. Von daher wird 4 GB vorausgesetzt bzw. empfohlen. Und da ich flüssig spielen möchte, habe ich mir gedacht, gut, dann nehme ich lieber die 2 GB Variante als hohe Qualität. So, und jetzt, Schnauze halten, Herbert. Muss aber zugeben, dass es so auch schon gut aussieht. Zumindest jetzt. Okay, bin in der Lobby von Mello. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Warum ist das Bild hängen geblieben? Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Aha. Geht doch. Wir sind die Zauberer der Moderne. Warum das auch immer hängen geblieben ist. Aus dem Licht. Sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, den mir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Okay. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für Dampf ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Amy, es ist vorbei. Scheiter. Nicht gut. Also gut lief das nicht. Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Der Untertitel ist ein bisschen zu langsam. Aber nur ein bisschen. Wobei ich hoffe natürlich, dass das Spiel selber gut ist. 11 Monate später. Wow.
Watch Dogs. Bis jetzt gefällt mir das Spiel. Auch wenn wir schon ein paar Minuten damit verplempert haben, ein Video zu gucken. Ich hoffe, das Spiel hat das Potenzial, was ich erwarte. Hoppala. Du musst mir glauben, Mann. Wer gab den Befehl? Komm, Mann. Sag doch. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Den verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Schock. Ich wusste nicht. Am anderen Ende der Leitung. Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag den Namen. Lena. Lena Peters. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Ach so. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man nicht machen. Bitte! Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen. Töte mich doch! Erinnerst du dich jetzt? Glück gehabt. Okay, es geht ab. Mit F schlagen wir also Gegner nieder. Okay. Muss man ja alles mal wissen, ne? Für den Notfall vorbereitet sein. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Nicht schlecht. Ich kann nicht mehr weglaufen. Es geht nicht. Dieser Scheiße in Peters. Ich habe seine Nichte getötet und er wird mich aufgeben. Hoho. Was? Alle Achtung. Hier ist ein bisschen Medizin. Chemische Komponenten. Wir nehmen einfach mal alles mit. So, hier sieht's aber ganz schön schlimm aus. Oh, Scheiße. Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was? Na toll. Sonst hättest du ihn getötet. Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shorty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Drama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Hab ich mich erschrocken. Komm, bist du gar nicht neugierig, wenn ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Was? Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen. Alle Achtung. Klasse. Pünktliche Bullen.
Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Tja. Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! Die Frage ist, kommt er so ungemerkt? Ich habe hier eine Leiche. Sicher ein Viceroy. Schusswunden, hier ist die Waffe. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Eine Tat ohne Opfer. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? So. Erstmal sich verdrücken hier. Sehr gut. Also die Steuerung ist sehr, sehr... So. Folgen Sie der Datenflusslinie bis zu Ihrer Quelle. Was zu sehen? Nein, alles ruhig. Ah, das ist immer. Da ist der Viceroy in der VIP Lounge. Lass uns das überprüfen. Okay, ich komm hoch. Mach mal Halbland, Speedy. Wir brauchen dich da unten. Pass auf, dass wir keine Überraschung erleben. Ja, gut. Okay. Ich hoffe, das geht ganz gut hier. Ja, bestimmt wird das gut. Gut, gut, gut. So. Okay. Schluck den Köder. Sehr gut. Perfekt. Aha. Es geht doch. Ja, komm hier. Scheiße, Mann, ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Hey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße, Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Mhm. Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Hobbykoch. Sie sich VIP-Karten leisten. Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Hey, yo, Didi, ganz ruhig, okay? Gib denen nichts, was sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch zwei Hübschen überprüfen, finden wir mehr als genug. Die Ausweise bitte. Beide. Ich zeig dir einen Scheiß. Hey, findet ihr das auch alle? Ich will diesen Ticker im Internet sehen. Gut, ich brauch keinen Ausweis. Ein Lächeln wird zwar nett, es geht aber besser. So, dann verbinden wir das da. Verbinden wir uns kurz, hey, mit der Kamera. Ich hab dir nicht erlaubt, mich zu fotografieren. Na bitte. Jerome Richards. Und es liegt ein Haftbefehl wegen Drogenhandels vor. Das können wir auf jeden Fall verwenden. Mann, das ist doch verrückt. Wir haben Rechte. Schweigen Sie mal eine Minute. Das Recht haben Sie. Fick dich! So, was haben wir hier? Nicht wirklich viel momentan, oder? Nicht wirklich. Hauptsache, wir sind sehr vorsichtig. Wir werden bei der ganzen Geschichte nicht gesehen.